Wir haben in dieser Playlist schon gelernt, was transzendente Zahlen sind und wir haben gelernt, dass es sehr viele davon gibt, aber wir haben noch von keiner Zahl konkret bewiesen, dass sie transzendent ist. Das wollen wir hier nachholen. Der erste Beweis für die Transzendenz einer Zahl geht auf Joseph Liouville zurück. Der Beweis ist von 1844 und Liouville hat extra für diesen Beweis eine Zahl konstruiert. Das heißt, er hat nicht von einer schon bekannten Zahl wie Pi oder E bewiesen, dass sie transzendent ist, sondern hat sich extra eine gebaut, um zu zeigen, dass diese Zahl, die er da gebaut hat, nicht algebraisch ist. Und diesen Beweis von Liouville werden wir jetzt im Prinzip folgen. Aber zunächst werden wir uns nochmal Gedanken darüber machen, wann eine Zahl irrational ist, weil wir das für den Beweis ohnehin brauchen werden. Und wir werden etwas ausnutzen, was wir in den Beweisen der Irrationalität von Pi und E auch immer wieder ausgenutzt haben, dass wir Gleichungen, in denen nur rationale Zahlen vorkommen, durch Multiplikation mit dem Hauptnenner auf ganze Zahlen bringen können. Und wenn wir ganze Zahlen haben, dann haben wir eine interessante Eigenschaft, die wir benutzen können. Hier zum Beispiel haben wir zwei Brüche. A durch B und P durch Q. Wir gehen natürlich davon aus, dass A, B, P und Q ganze Zahlen sind. Und wir nehmen an, diese beiden Brüche sind verschieden. Wenn wir jetzt wie angekündigt mit dem Hauptnenner multiplizieren, also mit BQ, dann wird daraus die Gleichung A mal Q ist ungleich B mal P. Der entscheidende Unterschied ist jetzt, dass AQ und BP beides ganze Zahlen sind. Das heißt, wir haben zwei verschiedene ganze Zahlen. Und wenn zwei ganze Zahlen verschieden sind, dann ist ihr Abstand mindestens 1. So eine Aussage über den Abstand kann man über rationale Zahlen oder ganz allgemein über reelle Zahlen natürlich normalerweise nicht machen, weil die ja beliebig dicht beieinander liegen können. Aber bei ganzen Zahlen können wir sagen, entweder sind sie gleich oder ihr Abstand ist mindestens 1. Jetzt können wir das, was wir vorhin gemacht haben, wieder rückgängig machen. Das heißt, wir haben vorhin mal BQ genommen. Jetzt teilen wir durch BQ oder vorsichtshalber durch den Betrag von BQ. Und das liefert uns eine interessante Aussage. Wenn zwei rationale Zahlen, zwei Brüche verschieden sind, dann ist ihr Abstand mindestens so groß wie das Produkt ihrer Nenner. Man kann das so interpretieren, dass sich zwei verschiedene Brüche auch nicht beliebig nahe kommen können. Wobei das nahe in diesem Fall kein absoluter Begriff ist, sondern einer, der von der Größe der Nenner abhängt. Diese Eigenschaft hat sich Liouville zunutze gemacht und hat quasi den Spieß umgedreht und gesagt, was ist denn, wenn wir eine Zahl haben, die sozusagen zu gut durch Brüche approximiert werden kann. Das kann man folgendermaßen formalisieren. Wir nennen eine reelle Zahl x eine Liouville-Zahl, wenn man zu jeder vorgegebenen Zahl n, natürliche Zahl n, einen Bruch p durch q finden kann, sodass diese Zahl x nicht p durch q selbst ist, das heißt, ihr Abstand von p durch q ist größer als 0, aber sie ist so dicht an p durch q dran, dass der Abstand von x und p durch q kleiner als die Endpotenz des Nenners ist, also kleiner als 1 durch q hoch n. Wir werden uns jetzt drei Dinge überlegen. Erstens, Liouville-Zahlen sind immer irrational. Zweitens, Liouville-Zahlen sind sogar transzendent. Und drittens, es gibt überhaupt Liouville-Zahlen, sonst wäre die ganze Arbeit vorher ja ziemlich unsinnig gewesen. Also als erstes zeigen wir, dass Brüche keine Liouville-Zahlen sind. Wenn es denn dann Liouville-Zahlen gibt, dann müssen sie irrational sein. Wir nehmen uns also irgendeinen Bruch, x, den kann man dann schreiben als c durch d, wobei c irgendeine ganze Zahl ist und d ist eine positive natürliche Zahl. Und was wir jetzt zeigen müssen, ist das Gegenteil der Definition von Liouville-Zahl. Das heißt, wir müssen eine natürliche Zahl n finden, sodass für alle Brüche p durch q dann gilt, entweder ist der Bruch schon x, dann wäre der Abstand 0, also zu klein, oder der Abstand von x und pq ist größer als die Endpotenz des Nenners, also zu groß. Der Trick ist nun, sich n so zu wählen, dass es groß genug ist. Und zwar machen wir das so, dass wir dafür sorgen, dass 2 hoch n minus 1 größer als der Nenner ist von unserer Zahl x. Das können wir sicherlich erreichen. Die Potenzen wachsen sehr schnell und wir nehmen einfach einen Wert von n, der dafür groß genug ist. Jetzt nehmen wir uns irgendeinen Bruch, p durch q, d
der nach Definition der Liouville-Zahl die Eigenschaft hat, dass der Nenner mindestens 2 ist, also größer als 1. Und der Bruch soll außerdem nicht x sein, also nicht c durch d, denn sonst wäre ja die erste Eigenschaft, dass x minus p durch q gleich 0 ist, schon erfüllt. Und dann hätten wir gar nichts mehr zu zeigen. Dann gilt aber, was wir uns am Anfang überlegt haben, weil wir nun 2 verschiedene Brüche haben, dass der Abstand dieser beiden Brüche größer ist als das Produkt ihrer Nenner. Das stimmt aber erst recht, wenn wir d durch 2 hoch n minus 1 ersetzen, darum hatten wir n ja gerade so gewählt. Und das wiederum gilt natürlich erst recht, wenn wir 2 durch q ersetzen, weil q ja größer als 1 ist, also mindestens 2. Und damit sind wir schon fertig, der Abstand von x und p durch q ist zu groß für eine Liouville-Zahl. Jetzt wollen wir zeigen, dass Liouville-Zahlen transzendent sind. Dazu zeigen wir die folgende Aussage. Wenn wir eine algebraische Zahl haben, die nebenbei auch noch irrational ist, das bedeutet also, Alpha ist irrational und Nullstelle eines Polynoms mit ganzzahligen Koeffizienten, dann gibt es zu n, wobei n der Grad von diesem Polynom sein soll, eine Zahl a größer als 0, sodass der Abstand von jedem beliebigen Bruch von Alpha größer ist als der Nenner des Bruchs hoch n mal dieser Faktor a. Das ist fast das, was wir auch in der Formulierung von Liouville-Zahl haben, aber nicht ganz. Im Prinzip steht hier, also wenn das a nicht da wäre, dann würde hier stehen, wenn eine Zahl algebraisch aber kein Bruch ist, dann ist sie keine Liouville-Zahl. Und damit hätten wir alles, was wir haben wollten, denn wir haben vorher gezeigt, rationale Zahlen sind keine Liouville-Zahlen. Jetzt zeigen wir, irrationale Zahlen, die algebraisch sind, sind auch keine Liouville-Zahlen. Also bleibt den Liouville-Zahlen nur noch übrig, transzendent zu sein. Wir müssen jetzt im Prinzip nur noch dieses große A hier wegbekommen, um uns zu überzeugen, dass diese Eigenschaft wirklich bedeutet, dass Alpha keine Liouville-Zahl ist. Also Begründung dafür, dass so ein Alpha wie in dem Satz keine Liouville-Zahl ist. Wir wählen uns eine natürliche Zahl r, die groß genug ist, dass 1 durch 2 hoch r unterhalb von a liegt. Dann addieren wir dieses r zu unserem n von oben und nennen diese Zahl m. Und weil wir ja davon ausgehen, dass Alpha eine Liouville-Zahl ist, müssen wir dazu dann einen Bruch p durch q finden, der dichter als 1 durch q hoch m an Alpha dran ist. Aber q hoch m ist ja q hoch r mal q hoch n. Und weil wir es mit einer Liouville-Zahl zu tun haben, ist q mindestens 2. Wir haben unser r gerade so gewählt, dass wir 1 durch 2 hoch r durch a ersetzen können. Und somit haben wir einen Widerspruch zu der Aussage von oben. Also Alpha kann keine Liouville-Zahl sein. Was wir bei der ganzen Sache allerdings nicht vergessen sollten, ist, dass wir die Aussage, die hier steht, ja noch gar nicht bewiesen haben. Das machen wir jetzt als nächstes. Wir wollen diesen Wert groß A konstruieren und dafür gehen wir folgendermaßen vor. Zunächst schauen wir uns mal die Ableitung von f an. F ist ja ein Polynom, können wir also ohne Probleme ableiten. Und dann schauen wir uns den Wert der Ableitung, also den Betrag dieses Wertes, auf dem Intervall an der Länge 2, bei dem in der Mitte genau Alpha liegt. Von diesen Werten nehmen wir das Maximum und nennen es groß M. Dann hat das Polynom f außer Alpha vielleicht noch andere Nullstellen, also Nullstellen, die verschieden von Alpha sind. Die nennen wir Alpha 1 bis Alpha m. M ist sicherlich nicht 0, weil das nämlich bedeuten würde, dass das Polynom konstant ist. Also kann ich den Wert 1 durch m bilden, der natürlich dann auch nicht 0 ist. Weil Alpha verschieden von den anderen Nullstellen Alpha 1 bis Alpha m ist, sind die Abstände von Alpha zu diesen Nullstellen alle auch nicht 0. Und die 1 ist natürlich auch nicht 0. Wenn ich jetzt diese ganzen Zahlen nehme, habe ich eine endliche Menge von Zahlen, die alle von 0 verschieden sind. Also kann ich den kleinsten dieser Werte nehmen, das Minimum dieser Menge. Diese Zahl ist auch von 0 verschieden. Und jetzt wähle ich mir eine Zahl aus, die größer als 0 ist, aber kleiner als dieses Minimum. Zum Beispiel kann ich einfach die Hälfte von diesem Minimum nehmen. Das wird unser Groß A werden, was wir suchen. So, oben steht ja noch, was wir beweisen müssen. Wir machen Widerspruchsbeweis, das heißt, wir nehmen einfach an, wir können das nicht beweisen. Das würde bedeuten, man kann P und Q finden, P ganze Zahl, Q positive natürliche Zahl, mit der Eigenschaft, dass Alpha minus P durch Q
zu klein ist, also konkret kleiner gleich a durch q hoch n. Insbesondere wäre dann Alpha minus p durch q erstmal kleiner gleich groß a, weil q ja mindestens 1 ist. Und das würde nach Wahl von groß a bedeuten, dass p durch q in dem Intervall liegt, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, das Intervall der Breite 2 um Alpha rum. Außerdem ist p durch q nicht Alpha, denn Alpha ist ja nach Voraussetzung irrational. Und p durch q ist auch keine der anderen Nullstellen, Alpha 1, Alpha 2 und so weiter, weil groß a ja so gewählt wurde, dass p durch q zu dicht an Alpha dran liegt, um eine von diesen Nullstellen sein zu können. Also zusammengefasst, p durch q ist keine Nullstelle von f. Und auch zwischen Alpha und p durch q liegt keine Nullstelle von f, denn die wäre auch zu dicht an diesen Zahlen dran. Wenn wir das also ganz grob skizzieren, dann haben wir bei Alpha eine Nullstelle und dann läuft f irgendwie nach rechts oder links und trifft irgendwo im Punkt p durch q ein. Da ist dann keine Nullstelle und dazwischen ist auch keine Nullstelle. Jetzt erinnern wir uns an den Mittelwertsatz der Differentialrechnung, der besagt, wenn ich eine Verbindungslinie ziehe zwischen dem Funktionswert bei Alpha und dem Funktionswert bei p durch q, dann gibt es irgendwo dazwischen eine Stelle x0, wo die Tangente an die Funktion genau dieselbe Steigung hat wie diese Verbindungsgrade. In Formeln ausgedrückt sieht das so aus. Oder ich kann es, wenn ich mich daran erinnere, dass Alpha eine Nullstelle von f ist und ich außerdem Betragsstriche drumherum packe und den Nenner nach oben bringe, so hinschreiben, wie es jetzt hier steht. Der Betrag von Alpha minus p durch q ist dasselbe wie der Betrag von f von p durch q geteilt durch den Betrag von f' von x0. Wir kommen der Sache schon näher. Die linke Seite sieht schon so aus, wie wir sie haben wollen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, können wir den Nenner durch groß M abschätzen. Ganz oben sieht man noch, wieso wir groß M gerade so gewählt hatten. Jetzt kümmern wir uns um den Wert im Zähler. Das ist p durch q eingesetzt in das Polynom f und f hatte ja nur ganzzahlige Koeffizienten. Also so sieht das aus. Wir setzen p durch q in dieses Polynom ein und wir haben lauter Koeffizienten ci, die alle ganze Zahlen sind. Jetzt ziehen wir den Faktor 1 durch q hoch n raus. Und dann bleiben drinnen als Summanden nur noch ganze Zahlen übrig. Das bedeutet, die ganze Summe ist eine ganze Zahl. Aber da p durch q ja keine Nullstelle von f ist, muss das mindestens 1 sein. Also haben wir insgesamt, dass der Betrag von f von p durch q größer gleich 1 durch q hoch n ist. Wenn wir also unsere beiden letzten Ungleichungen zusammenfassen, dann haben wir, dass der Betrag von Alpha minus p durch q mindestens so groß ist wie 1 durch m mal q hoch n. 1 durch m können wir aber durch groß a ersetzen, da oben steht es noch. Und das, was wir jetzt rausbekommen haben, ist genau das Gegenteil von unserer Annahme oben. Also muss die Annahme falsch gewesen sein, womit unser Satz bewiesen ist. Das Schöne an diesem Beweis ist, dass er im Prinzip konstruktiv ist. Das können wir uns in einem Beispiel mal anschauen. Ich habe hier mal ein Polynom hingeschrieben. Die irrationale Nullstelle, die uns interessiert, die algebraische Zahl, ist Alpha gleich Wurzel aus 2. Und wir haben noch eine weitere Nullstelle in der Nähe, das ist 1. Es gibt noch eine dritte Nullstelle, die liegt allerdings so weit weg, dass sie uns im Prinzip nicht weiter interessieren muss. Jetzt rechnen wir die Ableitung aus und schauen uns das Intervall an um Alpha rum, wobei auf beiden Seiten wir jeweils 1 von Alpha entfernt sind. Der größte Wert, den die Ableitung auf diesem Intervall annimmt, ist ungefähr 10,7. Der Kehrwert davon ist auf jeden Fall kleiner als der Abstand von Alpha zur nächsten Nullstelle, den ich unten eingezeichnet habe. Wenn wir also einen Wert für a haben wollen, der auf jeden Fall klein genug ist, können wir zum Beispiel ein Elftel nehmen. Und was wir eben gerade bewiesen haben, ist das Folgende. Wir können aus dem Intervall um Alpha rum, wobei wir in beide Richtungen uns höchstens ein Elftel entfernen, uns irgendeinen Bruch rausnehmen. Zum Beispiel bekommt man mit babylonischem Wurzelziehen p durch q gleich 577 durch 408, ist auf jeden Fall in diesem Intervall drin, liegt sehr dicht an Alpha dran. Dann haben wir auf jeden Fall gerade bewiesen, dass egal wie dicht das dran liegt, der Abstand zwischen Alpha und diesem Bruch mindestens so groß ist wie ein Elftel mal der Nenner des Bruches hoch 3. 3 war nämlich der Grad unseres Polynoms.
Und das stimmt in diesem Fall auch ganz locker. Der Term auf der linken Seite ist ungefähr 2 mal 10 hoch minus 6. Der Term rechts ist ungefähr 10 hoch minus 9. Das heißt weniger als ein Tausendstel von dem Term links. Jetzt haben wir zwei von unseren drei Aufgaben erledigt. Wir müssen uns nur noch überlegen, dass es überhaupt Liouville-Zahlen gibt. Und die erste Zahl, die als Liouville-Zahl vorgekommen ist, ist natürlich die Zahl, die in dem Beweis von Liouville vorkam. Die nennt man inzwischen deswegen auch die Liouville-Konstante. Und die sieht folgendermaßen aus. Das ist eine Summe über lauter Zehnerpotenzen, wobei die Zehnerpotenzen im Nenner stehen und die Exponenten nacheinander alle Fakultäten sind. Also 1 durch 10 hoch 1 Fakultät plus 1 durch 10 hoch 2 Fakultät plus 1 durch 10 hoch 3 Fakultät und so weiter. Wenn ich mir die Zahl also als Dezimalzahl hinschreibe, dann ist das eine, bei der fast nur Nullen hinterm Komma stehen, aber ab und zu immer mal wieder, ziemlich selten, eine 1 auftaucht, zum Beispiel an der ersten Stelle, an der zweiten, an der sechsten, an der 24., dann erst wieder an der 120. Stelle und so weiter. Wir wollen jetzt beweisen, dass diese Konstante, nennen wir sie mal groß L, eine Liouville-Zahl ist. Klingt ein bisschen komisch, die Liouville-Konstante ist eine Liouville-Zahl, aber zunächst rein formal sind das ja zwei völlig verschiedene Dinge. Die Liouville-Konstante ist eine konkrete Zahl, Liouville-Zahl ist eine bestimmte Eigenschaft. Also wie geht das nochmal? Wir bekommen eine natürliche Zahl n vorgegeben und wir müssen dazu jetzt p und q finden, sodass der Bruch p durch q ganz dicht an groß L dran liegt, nämlich dichter als der Nenner des Bruches hoch n. Dazu setzen wir als erstes q fest. Q soll sein 10 hoch n Fakultät. Und dann definieren wir uns p. P soll sein der Anfang der Liouville-Reihe, also nicht 1 bis unendlich, sondern nur 1 bis n. Und das Ganze multipliziert mit q. Diese Multiplikation mit q sorgt dann offensichtlich dafür, dass sich die Nenner wegkürzen und wir es mit einer ganzen Zahl zu tun haben. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass dieser Abstand von diesem Bruch, den wir gerade konstruiert haben, p durch q zu l, tatsächlich so klein ist, wie wir ihn haben wollen. Das ganze Ding ist natürlich so gebaut, dass durch das Teilen von q der Faktor q vor dem p wieder wegfällt. Und dann haben wir nur noch den Anfang der Reihe und wenn wir den von l abziehen, dann bleibt das Ende der Reihe übrig. Das heißt, dieser Abstand ist genau die Reihe von k gleich n plus 1 bis unendlich 1 durch 10 hoch k Fakultät. Das machen wir jetzt ganz dreist noch ein bisschen größer, indem wir sozusagen ab dieser Stelle überall, wo Nullen stehen in der Dezimalentwicklung, einfach auch Einsen hinschreiben. Dadurch wird die Zahl sicherlich auf jeden Fall größer. Dann ziehen wir den gemeinsamen Vorfaktor raus, was als angenehme Folge hat, dass da hinten jetzt einfach eine geometrische Reihe steht, die wir flugs ausrechnen können. Das sieht dann so aus. Und das schätzen wir jetzt nochmal ganz grob ab, indem wir den Nenner kleiner machen. Wir lassen den 9 einfach weg und den Zähler viel größer machen. Statt 10 schreiben wir 10 hoch n Fakultät hin. Das stimmt auf jeden Fall, ist aber wirklich eine ganz grobe Abschätzung. Und jetzt schnell eine kleine Nebenrechnung. Um den Nenner und den Zähler zu kürzen zu können, muss ich ja die Exponenten subtrahieren, also n plus 1 Fakultät minus n Fakultät. Das ist dasselbe wie n plus 1 mal n Fakultät minus 1 mal n Fakultät, also fällt 1 mal n Fakultät minus 1 mal n Fakultät weg und es bleibt übrig n mal n Fakultät. Also darf ich das in meiner Rechnung hier oben entsprechend vereinfachen. Aber, Trommelwirbel, 10 hoch n Fakultät war ja gerade q. Damit habe ich das, was ich haben wollte. Der Abstand von p durch q zu l ist tatsächlich so klein, wie er sein soll. Das Ding ist wirklich eine Liouville-Zahl. Zwei kleine Anmerkungen zum Schluss noch. Erstens, oben steht unsere Liouville-Zahl, unten habe ich die Einsen einfach mal durch andere Zahlen ersetzt. Man kann sich leicht überlegen, rechnen Sie es mal nach, dass da gar nicht Einsen stehen müssen. An den Stellen, wo Einsen stehen, können irgendwelche anderen Ziffern stehen. Einzige Bedingung, es dürfen nicht am Ende nur noch Nullen kommen. Das heißt, solange Sie da irgendwelche anderen Zahlen hinstreuen, ergibt das auch immer eine Liouville-Zahl. Außerdem ist die 10, die wir hier gewählt haben, auch sozusagen beliebig. Wir haben die 10 genommen, weil sich das für uns leichter hinschreiben lässt, weil wir normalerweise im 10er-System rechnen. Sie können aber auch eine andere Zahl machen. Das heißt, Sie können das Ganze auch im 2er-, 3er-, 8er-System, wie auch immer, machen und bekommen auch Liouville-Zahlen. Allgemein formuliert heißt das, wenn Sie so eine Summe haben, Summe k gleich 1 bis unendlich,
AK durch B hoch K-Fakultät. Das K-Fakultät ist das, was wir von der Liouville-Konstante schon kennen. Dann ist das immer eine Liouville-Zahl unter folgenden Voraussetzungen. Das B unten ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Das B war vorher 10, aber wie ich schon sagte, kann auch eine andere Zahl sein. Die AK sind unsere Zähler, das waren vorher immer Einsen. Aber es können auch, wie in dem Beispiel oben, irgendwelche anderen Zahlen sein, solange sie kleiner als das B sind. Also im Falle der 10 müssten sie höchstens 9 sein. Und die dritte Bedingung ist, nicht fast alle AK sind 0, denn das würde bedeuten, dass wir es mit einem abbrechenden Bruch zu tun haben. Irgendwann kommen nur noch Nullen und dann hätten wir eine rationale Zahl. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann haben wir immer eine Liouville-Zahl vorliegen. Und mit etwas Übung kann man daran sofort sehen, das würde ich Ihnen vielleicht mal als Aufgabe überlassen, dass es überabzählbar viele Liouville-Zahlen gibt, weil wir nämlich dann zu jeder Teilmenge von n zum Beispiel sofort eine Liouville-Zahl finden können und jede Teilmenge von n würde uns eine andere Liouville-Zahl liefern. Das können Sie vielleicht mal selbst überlegen, wieso das so ist. Und die allerletzte Bemerkung: Alle Liouville-Zahlen sind transzendent, aber es ist nicht so, dass alle transzendenten Zahlen Liouville-Zahlen sind. Zum Beispiel e und pi sind beide transzendent, aber beide keine Liouville-Zahlen. Von pi weiß man das übrigens erst seit 1953.